Yo Leute, ihr seht, wir sehen jetzt ein bisschen anders aus als im letzten Stream. Das liegt einfach daran, dass der Cash das ja abbrechen musste wegen, ja, also, wie erklären wir das denn jetzt den YouTube-Zuschauern, Digga? Ich kann dir auf jeden Fall erzählen, es war sehr, 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 sehr lustig, dass alle Leute, ich möchte die Situation jetzt nicht näher ansprechen, je nachdem wer das sieht, aber alle Leute, die im Stream waren, wissen, worum es geht. Und alle Leute, die hier in diesem Haus leben, dachten, dass sie verantwortlich dafür sind. Ausnahmslos alle. Es ist überragend. Es war, alle sind raus und dann, War ich das? Scheiße, ich war das. Ich hab's ja auch in deinem Gesicht gesehen. Du dachtest so, Alter, scheiße, ist hier irgendwie. Ne? Ja, auf jeden Fall mussten wir den Stream ab. Auf jeden Fall nicht. Ja, okay. Ich hab rausgefunden, wer es war und ich war es nicht. Wir mussten halt aus ominösen Gründen den Stream abbrechen, sagen wir es so. Und mussten das jetzt nochmal nachträglich aufnehmen. Was heißt mussten? Der Cash war so nett, dass nochmal reingekommen, damit wir das als komplettes Projekt haben, so die Reactions und die Analyse, das Battle und die Analyse. Und von dem her würde ich sagen, gehen wir einfach rein, Digga, oder? Let's go, Digga. Let's go. Du hast, glaube ich, das letzte Mal gesagt, du bist dir nicht sicher, ob du sie jemals gesehen hast. Kann sein, meintest du, ne? Aber du bist dir nicht sicher, ob du die schon mal komplett gesehen hast. Genau, richtig. Ich kann mich auf jeden Fall nicht gut daran erinnern. Und ich habe sie seitdem auch nicht mehr geguckt. Also war da nicht so, dass ich so geflasht war, dass ich mir dachte, okay, ich ziehe es mir jetzt rein oder habe mich irgendwie vorbereitet oder sowas. Also es ist jetzt für mich wirklich First Strike. Ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal die erste Minute oder zwei ja, oder so irgendwie haben. Sowas. Nicht, losging, irgendwie so. Ja, irgendwie die erste Minute. Ja, mach ich mal an. Tja. Wir sind beim dritten Viertelfinale Cassius Clay gegen Gio und die meisten haben bestimmt genau wie ich mit einem Battle auf Augenhöhe gerechnet, aber was dann passiert ist? Naja, kommen wir zur Analyse. Cassius Clay hat schon wieder ein Schrottvideo vom Feinsten abgegeben, den Punkt verschenkt er wohl am liebsten. Punkt für Gio. Flow, ich finde, dass man sich Gios Runde sehr gut anhören kann, der Flow ist einfach und Wobei, Schrottvideo ist schon sehr hart, ne? Also die Runde davor hattest du ja dieses One-Take-Video in der Wohnung. So, das, okay, wir wissen, ne, also Julian ist ja sehr kritisch. Das war besser, fand ich jetzt, ne, also so dieses One-Take-Ding, aber es war natürlich jetzt nicht auf dem Niveau deiner Quali, aber das hatte ja Gründe. Ja, aber unabhängig von dir ist schon, also es ist schon klar, dass du da den Punkt kriegst, aber ich glaube, Julian hat auch ein bisschen Bock, mich zu ficken, so nachvollziehbarerweise, wenn ich Anzeigen mache. Und ja, ich glaube, es war auch bei vielen Zuschauern so, man hatte so das Gefühl, oh, dieser arrogante Pisser so, und dann liefert er nicht ab, so, ne, und dann gönnt man so einem natürlich noch eher so aufs Maul zu kriegen. Ich denke, das war auf jeden Fall ein Grund. Etwas unspektakulär, aber geht voll in Ordnung, besonders im zweiten Teil. Aber Cassius Clays größte Stärke ist nun mal Flow und das lässt er sich auch hier nicht nehmen. Selbst wenn du gewinnst, wird das nichts an deinem Dasein ändern. Trotzdem Millionen Klicks hängst du weiter ab vor Arbeitsämtern. Du bringst im Überfluss, du üblen Ich finde, da war Julian immer sehr manipulativ beim Flow-Punkt oder auch bei Technikpunkten. Er hat dann immer mit Absicht so die schlechteste Passage vom einen und die beste Passage vom anderen rausgesucht. Das ist mir sehr oft aufgefallen, wenn er Sachen miteinander verglichen hat. Einer hat, keine Ahnung, einen Stolperer, eine Offbeat-Stelle, die wird reingeschnitten. Der andere hat eine geile Flex-Passage, so ein schönes Pattern. Und das wird dann so gegeneinander, als ob das so repräsentativ für die ganze Runde wäre. Ja, das ist nicht nur da. Ich würde sogar auch bei Punchlines sagen teilweise. Also so, ich gucke mir ja das Jahr gerade nochmal an, dass da natürlich auch, wenn jetzt ein Gegner, wenn er jetzt klar machen wollte, der eine hatte bessere Punches, der andere schlechtere, dann hat er schon oft jetzt nicht unbedingt die beiden stärksten gezeigt, sondern vielleicht von dem einen eher so die stärkeren, von dem anderen auch die, also ich will nicht sagen, dass er da komplett manipulativ unterwegs war, aber man ist ja klar, er sieht einen vorne und dann versucht er den natürlich auch in der Analyse ein bisschen besser aussehen zu lassen. Also das ist schon gewissermaßen wahr, ja. Stoß in dein Text, die wo ist noch flach. Sorry, was? Ja, ich sehe, was du meinst, habe ich nur gesagt. Ach so, okay. Arbeitsämtern. Du bringst im Überfluss nur üblen Stoß, denn dein Textniveau ist noch flacher als deine Hühnerbrust. Ey, du vom Pech gepleite Drecksvisage willst, wenn du gewinnst, hat deinen Preis jetzt lieber Essensmarkt. Weißt du, was dich von den anderen unterschieden hat, dass du nur um zu siegen bei denen unterschrieben hast? Punkt für Cassius Clay, auch wenn ich mir seine Runde nicht wirklich gut geben kann. Technik, Gio. Mir ist aber auch gerade aufgefallen, ich hatte damals ein sehr gutes Studio und einen sehr guten Engineer. Mhm. Ich glaube, mein Flow klang auch fetter. Also ich habe es wahrscheinlich ein bisschen besser geflowt als du. Mhm. Ich glaube, es klang auch fetter, weil mein Song geiler gemastert ist. Du hast es ja immer selber gemacht und du kannst es auch. Aber ich habe da halt wirklich Profi-Shit gemacht in der Runde, zumindest was den Sound angeht. Safe. Und das war sehr, sehr breit und hatte sehr viel Druck und so. Das klang auch insgesamt einfach dicker. Safe, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich voll der so Mixing-Mastering-Engineer bin. So. Ich habe es halt so auf meinen, ich habe es stabil, kann ich es. So, ne? So vor allem mit meiner Stimme weiß ich ungefähr, wie es gut ist. Und bei dir klingt es natürlich sehr fett, auf jeden Fall. Also es geht halt gut nach vorne, da ist schön viel Druck in der Stimme und klingt einfach schön.
Im Gegensatz zu meinem so. Also meins klingt okay, kann man auf jeden Fall machen. Aber da ist schon nochmal da ist schon mal ein Unterschied da auf jeden Fall. Safe. Ich finde, das supportet die Stimme auch immer nochmal krass und auch den Flow krass. Wenn du, ne, weil ich kann ja auch ein bisschen mischen, nicht so gut wie du, aber ich kann es ja ein bisschen auch. Das erste JBB habe ich meine Sachen ja auch selber gemischt. Und du hörst einfach, dass der Flow anders ist, wenn du da jemanden hast, der an den Reglern sitzt, der das vielleicht im besten Fall sogar studiert hat oder zumindest schon eine Erfahrung hat, dann hast du automatisch, dein Stimmvolumen ist viel krasser. Das klingt ja, ja, ja. Ja, weil du kannst ja nicht nur, ne, es ist ja nicht immer nur, viele Leute denken ja immer so, das ist am Ende nur wie, keine Ahnung, wie ist die Stimme komprimiert oder wie laut und leise das Verhältnis, aber da geht es ja auch um, in welchem Raum steht die Stimme. Das macht ja schon voll viel aus. Ne? Hast du das Gefühl, das Instrumental und die Vocals sind irgendwie in einem Raum, so als wäre das so, ne, eine große Bühne sozusagen, die Instrumente sitzen da, wo sie sein müssen, die Stimme schön in der Mitte und präsent und ja, das kam dir da auf jeden Fall zugute, safe. Gio hat wieder sehr einfache, aber saubere Reime, die nicht auf den Sack gehen, aber auch nicht großartig begeistern. Hin und wieder gibt's mal ein paar kleine Highlights, zum Beispiel: Was sind das bitte für dubiose Praktiken? Auf einmal hast du Hurensohn, ein Studio zum Abmischen und Videos der Extraklasse, doch sind das nicht deine Freunde, sondern Leute, die rigoros Geschäfte machen. Aber die meiste Zeit ist alles sehr einfach, aber sauber gehalten und der Inhalt steht komplett im Vordergrund. Bei Cassius Clay ist alles ähnlich einfach, aber zusätzlich noch zweckig und unsauber. Mich battlen bleibt ein Wunschtraum. Hä? Er battelt doch gerade gegen dich und battlen heißt nicht gewinnen, sondern kämpfen, falls du meinst, dass gegen dich zu gewinnen ein Wunschtraum wäre. Aber es reimt sich ja auf, es gibt Schellen in den Mundraum. Übrigens, lustigerweise, ich war ja jetzt, ist cool, dass wir es heute aufnehmen, weil das schon draußen ist, ich war ja Gastjuror in der JMA und hab da einen kritisiert für eine Zeile: Bis meine Fist dein Gesicht mit einem Pfeilchen trifft. Und ich meine so, Bruder, du triffst nicht mit einem Pfeilchen, sondern du, ne, das Pfeilchen ist danach so gut. Dein Gesicht mit einem Pfeilchen schmückt. Ah, so viele Leute haben mir geschrieben, ja, ist ja fast Schellen in den Mundraum. Also die Line, ich schwöre, die verfolgt mich bis heute. Ich glaube, damit die Analyse spielt ja auch nochmal mit rein, weil Julia natürlich da schön drauf rumgeritten hat. Okay, ich bin gespannt, ich höre weiter. Es gibt Schellen in den Mund hinein? Sehr ungewöhnliche Art, jemandem Schellen zu geben. Vor allem, weil eine Schelle kein Schlag mit der Faust, sondern eine Ohrfeige ist. Das ist physikalisch völlig unmöglich. Und dir fallen die Zähne aus der Fresse wie die Glubschaugen. Naja, kann man irgendwie durchgehen lassen, aber der ganze Text ist sehr... Wobei ist die Fresse mit den Glubschaugen, das fand ich eigentlich ganz nice. Der Aufbau war halt ein bisschen, ja, der war halt zweckig so. Aber die Glubschaugen-Sache fand ich nicht schlecht, weil, ja, Hässlichkeits-Lines gab es immer, aber so schön meine Äuglein nochmal mit reinzunehmen, so Glubschaugen ist auch ein schönes Wort. Ist ja, glaube ich, dann Pacino auch nochmal gehabt. Die Stelle fand ich ganz nice, aber ich denke mal, du siehst es wahrscheinlich ähnlich mit Wunschtraum, Mundraum, war halt ein bisschen, ne, irgendwie hingebogen, damit das auf die Endline. Ist nicht meine Sternstunde gewesen, Alter. Ist nicht meine Sternstunde gewesen. Ja, aber du hast ja gesagt, du hast ja auch einfach Schreibblockade, ne? Also du hast, die Runde hat... war schwer, also zu schreiben. Ja, aber so ein Grundniveau sollte man schon halten und selbst das war hier nicht gegeben. Das ist schwer, es ist schon eine ziemlich schlechte Zeile. Das ist schon einfach, muss man ja nicht schön reden, die ist schon kacke. Arg konstruiert und passend gemacht. Ein Großteil seiner Runde ist zusammenhangloser Zweckreim-Bullshit. Ein Glück, dass Gio mit so einem Zweckreim-Quatsch aufgehört hat. Technikpunkt für Gio. Punchlines. Cassius Clay hat in Sachen Punchlines im Vergleich zu seiner Runde gegen TJ sehr abgebaut. Ich habe nicht wirklich viele Lines in seiner Runde gefeiert. Der Einstieg nach der katastrophalen Autotune-Hook ist in Ordnung. Und deine... Ja, diese Autotune-Scheiße, ne? Das war echt, das war halt auch eine Sache, die dich... Die war wahrscheinlich, weil eigentlich ist die Hook gut gealtert. So. Also ich finde, die klingt heute nicer als damals insofern, dass man nicht mehr so abgeschreckt ist von dieser Autotune-Geschichte. Mhm. Das stand ja damals so mal krass in der Kritik, vor allem in dieser JBB-Bubble. Und wie kamst du drauf, die so zu kicken, obwohl du wusstest, okay, die Zuschauer sind da ja in der Hinsicht immer schon recht kritisch unterwegs, was so Autotune oder, ja, du weißt schon, betrifft. Ja, Zuschauer war mir egal, also war mir sowieso egal, ich mache halt so, wie ich Bock habe, das war aber auch schon immer so. Und das war damals der Meta, also mein Kollege, der die Sachen aufgenommen und gemischt hat, der hatte mir eine Version gemacht, am Anfang sollte gar kein Hook sein. Und der hat mir halt eine Version gemacht, wo der nur die Main-Spur von der letzten Hook genommen hat und am Anfang so als Intro mit Autotune und ich dachte mir, Bruder, Killer, Alter, deshalb hat Julian widerspricht sich auch mehr oder weniger ein bisschen selber. Das Ding kommt zwar zweimal, aber das ist kein sich wiederholendes Element. Und er hat damals bei Asiate gegen Ahmed, hat er keinen Hookpunkt gegeben, weil es für ihn da keine Hook gab. Und so gesehen gibt es in der Runde auch keinen Hook. Es gibt drei verschiedene Hooks, die ich aufgenommen habe. Und einer davon nochmal abgewandelt als Intro. So, deshalb ist das, was er da erzählt, eigentlich Quatsch. Aber er hat es mir einmal mit diesem Intro und einmal ohne das Intro geschickt. Und ich weiß nicht warum, ich fand es halt geil. Und so meinte, nimm. So, nö, kann ist ich ja gar nicht mehr erklären. Ich fand's gut und so meinte das. Ja, vom Klang finde ich die Runde auch nice. Also die klingt ja auch gut. Ne? Ich habe nur gedacht so, weil...
Ja, natürlich macht man immer, was man will. So, ich habe auch im Großen und Ganzen schon immer die Mucke gemacht, die ich wollte. Aber natürlich habe ich versucht, mich gewissermaßen in dieses Punktekorsett, das es nun mal gab, so ein bisschen halt durchzuschlingeln, so, dass ich halt so gut wie möglich wegkomme. Ne? So, und deswegen spielt ja auch gerade darauf an, dass ich Gott sei Dank mit diesem Zweckreim-Scheiß aufgehört habe. Natürlich, ne, Julians Bewertungen haben schon irgendwie meine Runden geformt über die Jahre. Also, weil ich halt wusste, okay, ne, also deswegen dachte ich halt vielleicht, ja, hast du denn bei der Hook auch. Ist ja auch smart. Ja, ja. Hätte ich mal lieber auch so machen sollen. Ja, ich meine, es gibt nur ihn, ne? Also er bewertet, dann muss man ja irgendwie versuchen, ihm zu gefallen zu einem gewissen Grad, ne? Oder was klar. Heißt muss, aber ist natürlich. Muss, um da möglichst weit zu kommen. Ja, 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 safe. Der Einstieg nach der katastrophalen Autotune-Hook ist in Ordnung. Und deine Crew jagt mir noch immer keine Angst ein, denn du schlägst deinen ach so talentierten kleinen Bruder mit voll Kindergarten-Punchlines. Hast zur Sicherheit noch sein Mix plus Video zerstört. Und nimmst das faires Battle, aber bringst nur Bitch, muss sie die Verbs. Und du dachtest, ich würde hier Double Time Rap bringen, aber wozu, du Hundesohn? So offbeat wie du flowst, hol ich den Punkt auch so. Die letzte Line ist irgendwie witzig, weil's stimmt. Der bekommt den Flow-Punkt tatsächlich auch ohne Double Time, auch wenn Gio nicht Offbeat ist. Dann gibt's noch eine solide Line mittendrin im Part. Wenn ich erfinde, dass Black City DJs Schwester fickt und das 2 Punkte wert ist, will ich 20, wenn ich sag, dass Gio hässlich ist. Ja, die ist killer, Digga. Die ist hab ich ja auch letztes Mal schon gesagt, für mich die beste Line also in der Runde, weil die ist halt eigentlich, ne, die Angriffsfläche, die typische Hässlichkeitssache, aber geil gemacht einfach. Schön geschrieben. Das war's vom ersten 16er. Im zweiten Part gibt es eine mittelmäßige Geschichte über eine Jessica, die letztes Jahr im Finale Gio gegen SpongeBoss thematisch angeschnitten wurde. Check mal deinen Messenger, klar kennst du eine Jessica, doch mir wäre das genauso peinlich, wenn meine Affäre meine Schwester war. Auch wenn sie aus Geld, Not, Gummis und die Pille mieden, kein Problem, in ihrem Alter kann man keine Kinder kriegen. Doch ab ihrem 13. bereitet sie dir echte Sorgen, du denkst, sie wär schwanger, doch sie ist aus Frust nur fett geworden. Als kleines Highlight in Cassius Clays Runde empfand ich das Feature von Pitch. Glänzende Fleisch mit eklige Glubschaugen, da hilft nur Frustsaufen oder Lächeln von Buslauf. Wäre nicht so ein mieser Bruder und Videoproducer, hieß es jetzt Casa statt Gio. Hijo de puta, deine Mucke, die ist einfach kacke. Wenn jemand sagt, er feiert deine Platte, kannst du dir sicher sein, er meint die Glatze. Der ist auf jeden Fall ein lässiger Zeitgenosse. Wenn ihr mal sehen wollt, wie Pacino und irgendein anderer Hans Wurst, Fortune und Happy Beckmann in einem Freestyle-Battle in sämtliche Er mit seinem Freestyle, Digga. Er hat so eine ganz merkwürdige. Ja, er hat voll die komische Definition von Freestyle. Ich weiß, dass wir drüber. Dass ich ihn früher darauf angesprochen habe. Und es gibt doch diese. Manche definieren das irgendwie so: du hast Texte parat und dann kickst du irgendeinen dieser Texte. Und das wäre dann Freestyle. Aber für mich ist Freestyle halt Freestylen. Ne? Also du guckst, was dir gerade einfällt. Natürlich hast du irgendwie schon Reime, die man sich über die Jahre angeeignet hat, aber das, so kenne ich Freestyle. Das ist für mich kein Freestyle. Es gibt manchmal diese Radioshows und so, wo man dann sagt, yo, das und das Freestyle, das heißt, ich mache jetzt irgendeinen Beat an und du rappst, was dir einfällt und dann ist so egal. Du hast keinen vorgefertigten Text auf ein Beat, okay. Manche definieren das so, für mich ist es das auch nicht. Das ist, also das Format ist definitiv kein Freestyle-Battle, weil da gibt es auch keinen vorgefertigten Beat, sondern du bereitest dich auf die Gesamtsituation vor. Mhm. Und dann ist es auf jeden Fall auch nach jeder Definition kein Freestyle, da hat Julian einfach keine Ahnung. In dem Fall waren Fortune und Happy Beckmann aber, no front an der Stelle, aber beschissen genug, um mit ihren Namen Diltilly für ein Splash-Ticket auszunutzen und als sie es dann hatten, einfach für das Battle keine Texte zu schreiben, drei Runden durchzuführen. Und das ist halt voll der wacke Move gewesen. Deshalb kann man fast sagen, einseitig war es ein Freestyle-Battle. Ja, okay. Ja, ich kenn das auch noch. Ewig nicht mehr gesehen, gucke ich mir vielleicht auch nochmal irgendwie online an. Ich weiß noch, dass es ein sehr unangenehmes Battle war. Also sehr unangenehm. Ach, Pacino hat da voll die Reime irgendwas so und sagt irgendwas mit Google-Hupf. Und dann über Fortunes Freundin, glaube ich. Und sag ihr, wenn sie noch einmal so räudig meine Schuhe putzt und mir nicht die Nudel lutscht, kriege ich einen Wutausbruch und verpasse ihren Bluterguss in den Uterus in der Form von meinem Fußabdruck. Das war überkrass. Ich weiß so, dass Tune und Beckmann da eher, ne, so ein bisschen, also es war, man könnte sagen, es ist Entjungferung so. Man hat es auf jeden Fall gesehen. Ja. War unangenehm, ja, aber trotzdem unterhaltsam. Einzelteile zerfickt, dann guckt in die Beschreibung. Wäre gut, wenn der hier mal antreten würde, um sich mit der Elite zu messen. Leider viel zu unbekannt und extrem gut. Weiter mit Cassius Clays Runde. Im dritten Part gibt's noch eine brauchbare Anfangsline. Deine Gastro gegen Willen war rettechnisch eine unfassbare Katastrophe. Stundenlang hat Mette deine Spuren auf den Takt gezogen. Und das war's in meinen Augen. Den Rest der Runde halte ich für sinnlosen, nicht punchenden Quatsch. Der Pseudo-Real Talk ist viel zu offensichtlich erfundene Scheiße. Sehr unglaubwürdig zusammengemacht.
abgematschte, unauthentische Standardkacke. Irgendwelche Ecstasy-Stories, eine Affäre soll Gio auch haben und anderes belangloses Gelaber. Er soll die Freundin von Jennix ficken und der steht in dem Video und zeigt den Mittelfinger, anstatt seine Alte zu schlachten? WTF? Wie haben die sich abgesprochen? Hey Jennix, ich sag, dass Gio deine Alte fickt. Okay, Cassius Clay, ich zeig dann den Mittelfinger. Alles klar, Jennix, übelster Diss, damit gewinnen wir das Ding 100 pro. Alles. Wir auch. Ja, das war ziemlich lustig. Wie er auch den Jennix nachmacht, ne? Da sieht man, dass der Julian auf jeden Fall ein VBT-Gucker war, Alter. Das war lustig, Alter. Scheiße, hat er eigentlich voll recht. Was war das für eine dämliche Idee? Ja. Auch so Jennix übelster Selbst ist, Alter. So, ja. Ich stelle mich auch noch ins Video und bestätige, dass er voll im Ball ist. Und dann noch, so grinsend, also als wäre das so eine lustige Sache. Ja, voll cool. Du Blödmann. Hat er auf jeden Fall gut dargestellt, der Julian. Und, keine Ahnung, was das für eine Idee von mir war. Das war ich weiß auch nicht so. Aber manchmal hat man da weirde Einfälle. Der war auf jeden Fall. Ich weiß, als ich die Runde geguckt habe, dachte ich mir auch, Digga, hä? So, ganz wild unterwegs gewesen. Ist leider nicht sonderlich berauschend. Am Ende der Runde habe ich mir gedacht, echt jetzt? Das war schon alles gegen Gio, der Typ, bei dem du schon in der Quali angekündigt hast, dass du ihn unbedingt battlen willst. Der Typ, der dich letztes Jahr rausgeschmissen hat. Ha, der war gut. Und wo ist die echte Runde? Gucken wir mal, was bei Gio so geht. Ich habe den gesamten ersten Part gefeiert. Was du da in dem Interview wieder für eine Scheiße quatsch. Gio hat mich zwar besiegt, doch ich habe keine Zeit gehabt. Es gab zwei Turniere, ich hatte in beiden zu tun. Ich doch auch und kam in beiden auch noch weiter als du. Ich habe dich jetzt doch erst letztens geklatscht. Doch kein Problem, dann wirst du jetzt nochmal fertig gemacht. Ich stehe nach dem Text unter Terrorverdacht, denn ich bin... Das Krasse ist, er hat, glaube ich, du hast doch nochmal, gegen wen hast du nochmal gebettelt? Hast du gegen Zepter gebettelt? Zepter hat gegen mich gebettelt. Hä? Ich habe nicht eingereicht. Ah, ach so rum war das, okay. Ja, weil irgendwie war ich mal online und ist ja schon Jahre her und dann haben mir Leute die Analyse geschickt, weil er da auch nochmal den ganzen Part von mir gezeigt hat. Den Part fand er anscheinend wirklich sehr, sehr stark. Hat er den ganzen Part nochmal durchlaufen lassen in der Analyse von Zepter. So nach dem Motto, wie man Caches, wie man Caches wirklich angreift. Okay. Macht er ja auch selten, ne? Dass er so einen ganzen Part durchlaufen lässt. So, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist eine Evergreen-Runde von JBB. Ich habe auch das Zepter-Ding habe ich mir nicht so angeguckt, weil ich war da. Das war dieses weirde JBB 2018, was dann ein halbes Jahr verschoben wurde. Und dann hat er gefragt, Bonusrunde. Und dann habe ich gesagt, jo, da und da kann ich nicht, weil wir waren auf Tour. Mhm. Ne? Ich habe aber am Anfang gesagt, so, ich kann gerne eine Bonusrunde danach machen, ist kein Problem. Aber da hieß es halt, okay, das wird dann und dann sein. Und dann war das aber 6 Monate später. Und dann hat er das Battle trotzdem einfach gefixt. Obwohl ich sowohl ihm als auch Zepter gesagt habe, ich werde da keine Runde machen können, es geht nicht. Ne? Ich bin unterwegs. Und er hat es trotzdem gefixt und so dargestellt, als ob ich zugesagt hätte. Und dann Digga. Einfach nicht abgegeben. Ja, solche Moves. Da gab es auch so eine ähnliche Geschichte mit Green, in der er irgendwie auch eine Runde abliefern sollte und der war auf Tour, er konnte gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es auch in diesem Jahr war mit diesen krassen Verschiebungen, ja, da war er schon immer hart, ne? Also er hat einem schon immer das Gefühl vermittelt, so nach dem Motto, ich habe dich groß gemacht, wenn ich was will, dann musst du liefern, so, egal ob du kannst oder nicht, so, ne? Das ist aber komplett daneben, so. Ja, also ich habe sogar damals, obwohl ich mit Zepter echt nicht grün war, habe ich sogar gepostet, so Zepter kann das bestimmt bestätigen und obwohl Zepter das nicht machen muss, hat er gesagt, jo, bestätige ich, so hat er uns gesagt, bevor das Battle gefixt wurde, hat er gesagt, ich kann da nicht und ich habe sogar gesagt, gib mir einen anderen Termin, dann ist cool. Mhm. Ja, und dann wäre es für ihn ja besser gewesen, weil er hätte dann nochmal eine Runde von mir gekriegt und Runden von mir auf Julians Kanal machen halt 7-stellig Klicks im Normalfall. Mhm. Wäre für ihn ja Geld gewesen. Aber dann ist ihm sein, nein, es muss laufen, wie ich will, halt wichtiger als, keine Ahnung, was man so eine Runde verdient, 2.000 oder 4.000 Euro bestimmt. Ja, vor allem, weil halt auch dieses halbe Jahr dazwischen ist, so. What the fuck? Eben. So, kann ja nicht jeder immer springen, ne? Lebensumstände ändern sich. Bauer, Alter, echt. Nicht Uli Hoeneß, aber einmal trotzdem wird hier Cash um die Ecke Was? Ich habe gesagt, Julian, richtig Parade, einmal Star und zurück. Habe ich gestern zufällig noch gehört, musste ich dann denken. Ach so. Das ist richtig, der ist einmal geflogen, Alter, und dann nicht damit klargekommen, dass er nicht mehr der ist, der er immer war. Ja, ich habe bei ihm immer das Gefühl gehabt, so, dass diese ganze PA Sports-Geschichte heftig Auswirkungen hatte. Ich glaube, er kam damit nicht klar, dass er einmal verloren hat. So. Also, weil er ist ja sonst immer als klarer Sieger aus allem, jeglichen Streitereien und Beefs hervorgegangen. Und diese PA Sports-Geschichte war halt absolut eindeutig für alle, ne? Und ich glaube, er kam damit nicht klar. Ich weiß nicht, ob es daran am Ende lag, aber das ist ja dann schon merkwürdig gewesen, ne? Dieser Beef, dann dieser Streit mit Sunny und dann ging das auch ganz schnell bergab mit Julian, ne? Ja, dieser Grabrede-Song, Bro, der war aber auch weird. Also wenn er mich fragt, was habe ich mir bei der Runde gedacht, ne? Wenn die Runde vom Niveau her gegen seinen Grabrede-Song gestanden hätte, hätte ich ihn geschlachtet.
So, der Grabrede-Song war ja wirklich Ultramüll. Ja, wir haben komplett uns das, nichts. Wir haben uns das auch mal reingezogen und vor allem halt, bei ihm war auch wieder das Problem, ähnlich wie jetzt bei deiner Runde, dass die, gut, es war kein Battle, aber jetzt so rein von dieser Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung war ja riesig, ne? Also er hat das ja, glaube ich, auch mehrmals verschoben und immer wieder angesagt, dann kommt dieses Ding auf einmal und dann ist es halt so ein mittelmäßiges, ja, so als wäre das jetzt so zwischendurch einfach gekommen, hätte man gesagt, ja, okay, ja, kann man so machen, aber als quasi Finale dieses Beefs war das schon echt schwach. Und Das hat irgendwie Parallelen, finde ich, immer so zu Mois. Klar, Mois macht jetzt wieder guten Content, aber so vom ganzen Ding her auch, diese ganze Mois-Maestro-Kiste, die waren halt, ne, die sind YouTuber gewesen und alles ist cool und haben angeeckt und haben deutscher Content gemacht, wollten dann Rapper werden, dachten, dass sie selber voll krass sind, wegen Reichweite so mäßig, wie bei Lyant ja damals auch, aber das halt eher so auf diesem ernsteren, auf dieser ernsteren Ebene. Und keiner, der sich mit Rap auseinandersetzt, findet die krass. Und ich glaube, da gehen die dann dran kaputt. So, dass die eigene, dass die Selbstwahrnehmung so anders ist als das aus der Szene. Das ist ein Julian, der alle feiern den und alle folgen dem. Und der bringt einen Song raus und die Leute sagen, ist nicht cool. Auch dieses, du kannst ein Feature mit mir gewinnen. Bro, wer will ein Feature mit dir? Du musst im King-Finale gegen mich antreten. 90% der Leute, die sich jemals fürs JBB qualifiziert haben, würden Julian in den Boden stampfen mit links. Ja, er ist halt kein Rapper, Alter. Ja, das ist ja das Problem. Also ich hab das auch so als Problem empfunden. Hätte er das eine Analyse gemacht, wie er das sonst immer gemacht hätte gegen den PA, wäre das weitaus schlauer gewesen. So. Er war halt, er konnte gut bewerten, also was ist gut, er hat diese Rolle gut eingenommen von dieser Bewerterposition aus, diese Kritiker, Unterhaltungs-Entertainment-Schiene, das konnte er gut. Und er konnte ja auch seine Tracks machen, so diese Analyse-Sachen so auf funny, ne? So, weil dann nimmt man das ja auch nicht so kritisch auseinander, weil ey, da nimmt sich jemand selbst nicht so ernst. Okay, der hat halt einfach Spaß und macht so ein bisschen den edgy, ne, ich bringe die bösen Jokes. Aber wenn du dann halt auf, ne, ich mache jetzt ernst, dann muss da halt wirklich entweder die Bombe des Jahrtausends kommen, ja, oder halt alles andere wäre sowieso geschlachtet worden, aber das, was da kam, war noch schwächer als erwartet und ja, ich glaube, damit kam er halt echt nicht klar. Ja, so ist das Leben, Alter. Ja. Wer hochfliegt, kann tief fallen. Na, ich bin mal gespannt, ob da vielleicht irgendwann mal wieder was kommt oder ob es das wirklich war. Na, mal sehen. Denn ich bin nicht Uli Hoeneß, aber trotzdem wird hier Cash um die Ecke gebracht. Du bringst im Überfluss nur üblen Stoß, denn dein Textniveau ist noch flacher als deine Hühnerbrust. Digga, mir scheißegal, was du Bitch erzählst. Du bist so dünn, das Einzige, was bei dir zwischen den Zeilen stehen könnte, bist du selbst. Und deine Quali cool Bitches und dein Hampelmann. Guck dir ihre Arme an, die breiter sind als deine, dabei sind die nicht mal angespannt. Ich hab die Scheiße gesehen und zuerst gedacht, dass deine Schlampe an der Stange tanzt. Du hast deine Fans nicht mehr lang. Du bist heiß auf das Battle, na dann streng dich mal an. An mir hast du dich letzten Endes verbrannt, denn ich bin kein Pimp, doch hier hab ich Cash in der Hand. Die Hook fand ich geht so und im zweiten Part hab ich auch so gut wie jede Line gefeiert. Bis auf die erste und die letzte war so geht so, aber ich lass das trotzdem mal mitlaufen, weil es insgesamt ein sehr guter Part ist. Müssen wir uns die ganze Runde nochmal angucken. Das ist lull. Jetzt gibt es Kinder da draußen, die deinen Namen kennen. Doch keines von denen würde für dich in den Laden rennen. Ich will dir eine Frage stellen. Was willst du mit dem Bohrer? Hiernach kannst du deine Karriere an den Nagel hängen. Du und körperliche Arbeit, ey, das glaubt ja keiner. Was soll das überhaupt für ein Image sein? Bauarbeiter? Mit jeder Zeile boxe ich dich Leichtgewicht. Double Time bedeutet, dass du doppelt so viel doppelt Scheiße so viel sprichst. Was redest? Ich glaube, das war auch wirklich meine beste Runde, die ich je gemacht habe. Und ich glaube, der Grund war wirklich diese Ansagen. Also ich glaube, dieses Feeling, ne, wenn du so das Gefühl hast, boah, ich muss dem zeigen, ne, was man kann oder ich muss den ficken, das löst in einem so Sachen aus, die man mit dem Kopf alleine nicht erreichen könnte. Ne, wenn du jetzt einfach sagst, ja, so, ich schreibe mal, ist was anderes als mit dieser Emotion. Ich glaube, deswegen kam ich da auch nicht mehr wirklich dran. Ich habe es dann versucht, aber es gibt auch im Nachhinein für mich keine Runde, mit der ich mich so wohlfühle wie mit der. Ich habe in jeder Runde was zu meckern, aber hier bin ich eigentlich recht zufrieden. Das ist selten. Ja, ist Killer, Alter. Muss man nicht sagen. Haben wir ja auch schon besprochen. So, da hab ich dir wahrscheinlich einen Gefallen getan und mir nicht, aber da habe ich auf jeden Fall Lehrgeld bezahlt und so ist das halt im Battle Rap, Digga. Ja, klar. Wie gesagt, Alter, ist halt so gelaufen, wie es war. Ist ja jetzt auch Jahre her, das ist ja das Coole. Jetzt kann man so ein bisschen wertungsfreier drüber sprechen, ne? Als kurz danach so. Bist du da in der Quali für einen Stoß? Das einzig Enttäuschende im Finale war deine Hook. War deine Mann, Hook? Schon wieder blamierst du dich. Ja, das Schwarm hat mich zur Glatze gemacht. Doch diesmal rasier ich dich. Alter, Cash is Clay. Du warst der Erste mit dem HDF, bei dem ich mich fragte, wann er die Fresse hält. Ja, versuch es doch, du Spargel, packst G-Uni. Verglichen mit deinen Punches klingt dein Name nach Ironie. Der erste Teil von Gios Runde hat mich schon mehr entertained und härter gepuncht als die gesamte Runde von Cash is Clay. Das hätte in Sachen Punchlines schon für ein 2:1 gereicht, aber das war nur
nur die Einleitung, es geht noch weiter. Danach kommt noch ein großer Real Talk Teil von Gio, in dem es sehr ernst wird. Gio ist am Ende im Karrierebeendigungsmodus. Ja, wirklich, ohne Scheiß, er drückt auf dem Leben von Cassius Clay Steuerung Alt entfernen und möchte im Cassius Clay Task Manager den Prozess Rap-Karriere beenden. Ja, der hat schon... Gut, dass das nicht ganz geklappt hat. Das hat zum Glück nicht ganz geklappt. Ja, ja. Ja, ja, klar. Ist natürlich völlig, völlig überspitzt, aber man muss sagen, Julian, der hat schon, der hatte schon so dieses Händchen dafür, diese Sachen sehr unterhaltsam zu gestalten. Also ich glaube so, wäre ich kein Teilnehmer gewesen, ich hätte wahrscheinlich auch dieses JBB, ich hätte es tot gefeiert, Digga. Weil du bist natürlich, wenn du nicht betroffen bist, ne, Alter, du, man ist ja immer geil, sich über Leute lustig zu machen oder drüber zu feiern. So, da geht man auf, vor allem, wenn man noch jünger ist. Aber als Teilnehmer, ich weiß nicht, wie es bei dir war, war das schon immer so, es war schon immer ein Druck, weil man wusste halt, Julian kann einen mit einem Battle krass ficken. Also er kann schon, hat schon eine riesige Macht. Ne, mit seinen Analysen gehabt. Ich hab mich da immer relativ rausgezogen. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich vorher Fan war, aber seit ich mitgemacht habe, war übrigens bei Rap am Mittwoch ganz anders. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht war ich so gerade freestyle-technisch irgendwie wusste, dass ich da im richtigen Becken schwimme, aber beim JBB, ich habe das JBB meistens auch abseits von meinen Sachen gar nicht verfolgt, keine Kommentare gelesen. Oh, krass. Wie gesagt, auch hier ja die Analyse nicht mal bewusst gesehen, so, sondern teilweise mir auch einfach nur sagen lassen, wer weiter ist. Meine Runden nicht geguckt, teilweise die Runden meines Gegners erst geguckt, wenn das Ergebnis da war und was? So. Was? Okay. Also ich war da überhaupt nicht im Bilde währenddessen, weil ich mir genau diesen Druck nicht machen wollte. Ich habe mir gedacht, ey, scheiß drauf. Zumindest 2014, 2013 war ich natürlich voll drin, ne, weil da war so, ey, halb krass, das passiert jetzt, aber 2014 habe ich da eigentlich versucht, mich echt mega von zu distanzieren, damit ich genau diese Kopfwickerei nicht habe. Ja, ich wäre vielleicht für mich schlau gewesen, weil so im Nachhinein betrachtet war, JBB war für mich übelst anstrengend, also jetzt so rein psychisch, weil ich war halt genau das Gegenteil, so ich habe jeden Gegner, wer kommt da weiter, Kommentare gelesen und Bewertungen und 18 Uhr aktualisiert und voll mein Schädel gefickt und die Speerspitze war dann am Ende diese SpongeBob-Geschichte, also die JBB-Zeit, die war zwar cool, aber die war auch gut kopfig für mich. Ja. Kann ich mir vorstellen. Es geht um Cassius Clays Mitgliedschaft bei Mediakraft, einer Firma, die keinen sonderlich guten Ruf genießt, und seine Teilnahme an einem anderen Battle-Turnier, das zufällig von Mediakraft geleitet wurde und bei dem es nach Angaben von Gio wohl nicht so ganz mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Angeblich wurden Cassius Clays Videos mit Hilfe von Mediakraft gedreht und Gio hat ihm unter anderem beim Text gegen Winnen geholfen. Ach ja, witzige Geschichte am Rande, Winnen war so verletzt, dass er mich für die Runde vom Schwamm letztes Jahr verklagt hat. Meine Anwälte haben aber sein Leben beendet und seine Eltern auf den Strich geschickt. Jedenfalls punkt Gio hier kommt. Ich finde das so assi, Digga. Weil, ey, er zeigt den an und er sagt, ich habe die Eltern auf den Strich geschickt als Antwort, Digga. Das ist einfach Julian, ne? So. Ja, mit dem, damals du hattest keinen Bock auf den, du wolltest dich nicht mit dem anlegen. Nee, safe nicht. Also Julian war auf jeden Fall Endgegner so in diesem ganzen Internet-YouTube-Game, Alter. Der hatte schon ein krasses Standing und das macht es ja umso heftiger, wie heftig der Fall dann im Nachhinein auch war. Also Der brauchte halt auch nie diese Algorithmen oder sowas, ne? Der musste nie Content produzieren, um irgendwo reinzurutschen, sondern der war so, so on top, dass die Leute aktiv immer wieder nach ihm gesucht haben. Der konnte alle drei Monate ein Video machen und wenn er ein Video gemacht hat, dann war Knallgas, Alter. Ja, er war halt auch als Charakter einfach mega interessant, weil man hat von ihm so als Privatperson ja nicht wirklich viel mitbekommen, also von seiner Familiensituation oder Beziehung oder war Gefühle, Gedanken, der war ja echt immer, der hat da straight sein Image gefahren und war halt mega interessant so, also ich glaube viele wollten wissen, was steckt da für eine Person hinter, man weiß es ja bis heute nicht, er hat sich da echt immer krass bedeckt gehalten, so, ne? Ja, safe, das stimmt. Und das war, glaube ich, auch irgendwie sein Erfolgsgeheimnis oder hat eine große Rolle gespielt. Komplett aus über Cassius Clays Laufbahn, darüber, dass er in seinen Augen ein Betrüger ist, dass er sich Features reinholt, die er selber nicht mal feiert, damit es ihm einen Vorteil bringt und dieses und jenes. Es ist schwer, da jetzt einzelne Lines rauszusuchen, weil dieser Teil als Ganzes puncht, aber ganz zum Schluss des gesamten Parts, in dem er sagt, was Cassius Clay seiner Meinung nach für ein Pisser ist, haut er nochmal mit einem guten Spruch endgültig den Nagel in den Sarg. Wer gab dir Lines? Reimer hat gemischt, gemastert und geholfen gegen Winnen. Das war ich, du Bastard, los erzähl er. Ich unterstütze in jeglicher Art bezüglich Studios und Videos, Mediakraft. Also sag, dank wem stehst du heute an dem Punkt, mich zu battlen? Eigentlich du dank den Leuten um dich rum. Ich verliere lieber, als mich ständig zu bücken. Du nennst mich hässlich, doch bist menschlich ein Krüppel. Was für eine Line. Natürlich würde Cassius Clay sagen, dass Gio hässlich ist. Damit disst ihn jeder und es war vorauszusehen. Gio lässt ihn in die Falle reinlaufen, nimmt diesen oberflächlichen, schon tausendmal
gebrachten Diss gegen ihn und fickt Cassius Clays Existenz. Er etabliert zwei Parts lang, was Cassius Clay für ein abgewichster, hinterhältiger Typ ist, und am Ende macht er den Sack zu mit einer simplen, aber wirkungsvollen Ultraline. Die Hook im zweiten Teil finde ich besser als die erste, aber auch nicht der Überschritt. Den Part. Ja, krass, ich fand die Hook eigentlich ganz geil. Also die war natürlich jetzt nicht voll musikalisch und so Orwo-mäßig, aber ich fand die halt von der Atmosphäre ganz geil. Aber ja, Hook-mäßig habe ich Julian sowieso nie überzeugen können. Ist auch okay, ist wahrscheinlich auch einfach nicht so meine Stärke. Ja, ist wahrscheinlich. Also, ist jetzt nicht so dein Steckenpferd auf jeden Fall. Kann man schon sagen. Hook ist ganz cool, aber das Kopfabding sind bei dir in Battleset die Parts so gerade. Die jetzt die beiden, da ist die Hook dann nichts, was so besonders nochmal raussticht. Ja. Part von 80 fand ich nicht schlecht, aber irgendwie unnötig in der Runde. Man hätte gut mit der Line rausgehen können, dass Cassius Clay menschlich ein Krüppel ist. Das ist für mich das Highlight und man sollte immer aufhören, wenn es am schönsten ist. 80 ist hier eher ein Accessoire, also er schadet der Runde nicht, aber macht sie in meinen Augen auch nicht krasser, als sie von sich aus ist. Das ist ein Kampf Mann gegen Mann und Gio braucht meiner Meinung nach keine Verstärkung. Insgesamt ist diese Runde ein riesiger, großer, pulsierender Schwanz mit vielen kleinen blauen und lila Adern in die Fresse von Cassius Clay. Gio wischt sich mit Cassius Clays Traum vom King-Titel den Arsch ab. Zwei Punkte für Gio und weil er durch den Endteil noch um einiges weniger gepuncht hat als Gio. Hat schon gut ausgeteilt, okay. Alter. Hat schon gut ausgeteilt, Digga. Ein pulsierender Schwanz im Arsch von meiner Rap-Karriere, was hat er gesagt? Ah, warte, ich weiß nicht ganz genau, in dein Gesicht, keine Ahnung. Warte. Diese Runde. Ah, warte. Hier. Ein riesiger, großer, pulsierender Schwanz mit vielen kleinen blauen und lila Adern in die Fresse von Cassius Clay. Gio wischt sich mit Cassius Clays Traum vom King-Titel den Arsch ab. Zwei Punkte für Gio und weil er durch den Endteil noch... Er hat schon gut ausgeholt in der Runde, Digga. Ja, das war lustig. Also, ich weiß auch noch, muss ich zugeben, dass ich sehr schadenfroh war in der Runde. Also damals, als die Analyse kam, weil halt die Ansagen so groß waren, ich mir gedacht habe, geil, Digga, ich habe es ihm richtig gegeben und da habe ich mich auch sehr gefreut, dass Julian ja da mal gut drauf rumgetreten ist. Ja, aber gut, ja, du weißt ja nicht, ist ob auch du. Ein gutes Recht, Alter. Ja, du weißt ja auch nicht, ob du sie gesehen hast damals. Weil, ja, ich bin da halt voll von ausgegangen, dass du dir das reinziehst. Aber gut, du hast dich da halt ein bisschen von distanziert. War vielleicht auch gesünder, wie du schon sagtest, sich da nicht den Kopf so zu zerbrechen. Das ist nun mal eine krasse Drucksituation. Auch um einiges weniger gepuncht hat als Gio. Keinen Punkt für Cassius Clay. Extra Punkt. Cassius Clay macht seit seiner Quali die ganze Zeit einen auf King hier und King da. Er meint, er wäre der Beste im Turnier und haut die ganze Zeit extrem auf die Kacke. Nur leider ist die Runde, die er hier abgibt, nicht auf dem Level eines Kings und sein Gelaber nur heiße Luft. Im Angesicht von Laska, Entertainment, Gary, 80 und Gio ist seine Viertelfinalrunde die mich am allerwenigsten beeindruckt hat. Cassius Clay hat die schlechte Angewohnheit, immer nachzulassen, anstatt sich wie jeder andere auch in jeder Runde immer weiter zu steigern. Er war in der Quali-Phase mal wieder der Favorit und hat danach auch mal wieder eine richtig geile Runde gekickt. Mit Ultra-Schrott-Video, aber trotzdem habe ich da viel gefeiert. Viele gute Lines, Humor, Entertainment und ein Cassius Clay mit richtigen Ambitionen. Man dachte, ja man, besseres Video und er wird vielleicht echt King dieses Jahr. Diesmal gibt's auch ein Schrottvideo, aber eine bestenfalls mittelmäßige Battle-Runde gegen jemanden, der eigentlich sein Erzrivale sein müsste. Er hätte hier sein Äußerstes geben müssen, eine Runde wie gegen TJ mit einem Video von seiner Quali und es wäre zwar noch kein Sieg, aber zumindest etwas, das nach einem würdigen Viertelfinale aussieht. Wäre ich Gio, würde ich mir richtig verarscht vorkommen, mit was Cassius Clay hier gewinnen wollte. Ja, ich finde die TJ-Runde rückblickend auch nicht krass. Auf jeden Fall besser als sie, aber auch nicht krass. Aber ja, hat er recht. Ich hätte also alles, was er sagt, stimmt. Ja, safe. Ich habe, er sagt jetzt, ich würde mich verarscht bekommen. Das war bei mir auf jeden Fall nicht so. Ich habe mich eher gefreut, weil wie gesagt, ich bin immer 18 Uhr schon direkt drauf. Dann habe ich deine Runde angeguckt. Das war ich noch und mir gedacht, okay, geil, Alter, müsste eigentlich ein Sieg sein. Ich habe immer in meinem Kopf gerne die Gegnerrunden größer gemacht, als sie waren. Einfach um nicht enttäuscht zu werden. So. Ja, ich konnte das nie so ganz nüchtern betrachten. Aber da war ich dann schon so innerlich so recht safe und von dem her, nö, verarscht kann ich mich nicht vor. Ich war froh, dass die Runde nicht so stark war, logischerweise. Gio zieht alle Register und liefert uns eine gute Show. Gio will unbedingt, so richtig, richtig unbedingt. Und Cassius Clay hat in Gio in meinen Augen seinen Meister gefunden. Er kommt an Gio einfach nicht vorbei. Nicht letztes Jahr und auch nicht dieses Jahr. Nur zu sagen, man wäre auf King-Titeljagd, reicht nicht. Man muss auch battlen wie ein King und das bis zum Schluss. Den Titel kann er jedenfalls vergessen und meinen Extrapunkt auch. Gio kommt erst mit witzigen Punches und dann zersägt er nochmal mit Real Talk und seine letzte Line ist ein K.O.-Punch. Er macht hier keine halben Sachen und bekommt den Extrapunkt. Unglaublich aber wahr, auch das User-Voting hat Gio gewonnen, sogar mit riesigem Vorsprung. Damit ist es
Ich glaube, das war auch das allererste Mal, dass mir das passiert ist. Also sonst war ich, entweder hatte ich den User-Vote verloren oder ich war so ungefähr auf Augenhöhe. Hier war zum ersten Mal dieses Gefühl von einem Hype da. Und ich glaube, das hat auch krass meine zukünftigen Runden beeinflusst. Ich musste dann überall immer so einen Real-Talk-Part mit reinbringen, ne? Weil das war dann so meine, ja, diese Runde, die... an die ich rankommen musste, gefühlt. Konnte ich aber nicht, ohne mir was aus dem Arsch zu ziehen. Von dem her hat es auch in der Zukunft irgendwie ja, eine weitere Rolle gespielt in meiner Laufbahn, zumindest im JBB. Ja, also ich fand auch immer, dass Julian so, also ich fand das nicht überraschend, dass du da einen Userbot gewonnen hast. Ich glaube, wenn es sehr auf Augenhöhe gewesen wäre, wenn wir gleich gute Runden gemacht hätten, hätte ich den Userbot hundertprozentig gewonnen, weil ich halt damals beliebter war als du so. Aber dadurch, dass die Leute von mir enttäuscht und von dir überrascht waren, war klar, dass du das holst. Ja, ich weiß doch, dass der Großteil der Kommentare, also kurz nachdem das Battle da war direkt so Autotune-Hook. Ich weiß nicht, ob es am Ende nur ein Ding war, an dem sich aufgehangen wurde. Oder wenn die Parts vielleicht überkrass gewesen wären, ob das dann wieder eine Rolle gespielt hätte. Aber da, also schien es zumindest im ersten Augenblick schon direkt so ein... Ja, ich glaube halt im Intro, ne, die Leute waren direkt so, ah, jetzt kommt der mit Autotune. Ich glaube, das war soundtechnisch eigentlich keine schlechte Entscheidung im Nachhinein, aber wahrscheinlich im JBB zu dem Zeitpunkt einfach nicht so schlau. Ist endgültig besiegelt. Gio bekommt von mir 500 € und eine Fahrkarte ins Halbfinale. Morgen gibt es Diverse gegen Perplex. Ja, ich glaube, ich noch gefeatured war. Stimmt. Haben wir gestern gesehen. Haben wir gestern uns, glaube ich, ja. Gestern haben wir die Runden geguckt. Stimmt, da warst du auch mit drin. Besser als die Runde auf jeden Fall. Ja, war auch so. War wirklich, da, ich glaube, die Endline war irgendwas mit schiefe Zähne oder sind deine Zähne wieder schief oder irgendwie so. Ja, genau. Ja. Das war ganz nice. Die Diverse-Runde war allgemein auch... die erste richtig gute fand ich in dem Jahr, weil er hatte vorher, Diverse war damals schon sehr eigen, ne, mit seinem Stil, der hatte eine sehr krasse Eigenart und war auf jeden Fall ein cooles Battle, hat mich krass unterhalten. Wie ist das eigentlich mit, bevor wir jetzt hier komplett rausgehen, noch eine kurze Frage, weil da ja gerade auch Perplex angekündigt wurde, besteht da noch in irgendeiner Form Kontakt oder ist da komplett... Ja, weil früher wart ihr ja recht dick, oder? So eigentlich. Man hat euch öfter mal gesehen. Wir waren Freunde. Ich war ab und zu bei ihm, er war ab und zu in Köln, aber man hat sich irgendwann aus den Augen verloren. Also ich habe, wir waren ja noch einmal zusammen bei Rapper Mittwoch in Bochum, das ist aber auch schon wieder ewig her und wir haben jetzt seit 4-5 Jahren oder so, glaube ich, gar keinen Kontakt mehr. Und das ist also nur böses Blut. Ja, hat sich einfach auseinandergelebt. Ja, kenne ich ja. Ja, klar. Man lebt Diverse halt so, auch genau das Gleiche. Lebst so sein Leben. Ich habe ja mit Diverse sogar ein Album gemacht, Alter, und wir haben auch nichts miteinander zu tun. Stimmt. Ja, der hat sich ja umbenannt, ne? Und da macht er jetzt ganz anderen Stuff, aber irgendwie gefällt mir das echt gut. Also ist zwar eine ganz andere Richtung, aber ich finde, er klingt dort mehr nach, es klingt natürlicher. Also im JBB klang er sehr aufgesetzt, fand ich, von seiner Stimme und so. Es klang alles sehr, sehr künstlich. So, ne, dieses so. Ja, nee. Ja, weißt du, was du meinst. Ja, aber das war die Analyse, Digga. Gibt es da irgendein Fazit von dir? Was sagst du dazu? So, um wieder rauszugehen. Ja, erstmal würde ich dich natürlich gerne fragen, warum du damals weggelaufen bist. Das wirst du nicht mehr los, ne? Das verfolgt uns jetzt immer. Genau, richtig. Und ansonsten habe ich dazu eigentlich nichts mehr zu sagen, nö. Nö, ich auch nicht. War eine unterhaltsame Analyse und ich denke mal so inhaltlich, haut das auch gut hin. Er hat natürlich da wieder seinen Entertainment-Faktor rausgepackt und ja, kann man nicht meckern. Von dem her war es das, Leute, an der Stelle. Ansonsten ist der Cassius aktuell öfter mal am Bewerten der JMA auf seinem Kanal, der heißt Cassius_Attitude, ne? Twitch, ja. Genau. Auf Twitch, genau. Also wenn ihr darauf Bock habt, schaut gerne mal vorbei. Der ist da auch, wann bist du nochmal da, immer? Sonntags auf jeden Fall immer, sonntagsabends immer. Ja, ansonsten wirst du es bestimmt auch irgendwie auf Instagram und so ankündigen. Also einmal die Woche packe ich, ein, zweimal die Woche lade ich auch was auf YouTube hoch. Also ich werde jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen... Was heißt, ich werde jetzt ein bisschen aktiver. Ich habe 2 Alben in den letzten 18 Monaten gemacht, Alter. Aber ich werde so Social Media technisch ein bisschen aktiver. Genau, also schaut da gerne vorbei, Leute. Danke fürs Zuschauen und Peace. Danke dir, Bro. Mach's gut.